Wir sind beieinander im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie alle herzlich willkommen zu dieser Matinee, zur letzten mit Alexander Kulo als Dekanatskantor und als Kirchenmusiker hier in Zuffenhausen. Wir hoffen natürlich, dass wir in der Zukunft irgendwann ein Wiederhören mit ihm haben werden. Sie haben jetzt sich schon mit Bach einstimmen lassen. Im Mittelteil der Matinee steht Marcel Dupré. Und jetzt beten wir mit Worten des 22. Psalms. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Gott zum Gruße, das Geheimnis von Tod und Auferstehung. Um nichts weniger geht es heute in der Musik, die ich Ihnen in meiner letzten Stuttgarter Matinee heute vorspielen möchte, das Geheimnis von Tod und Auferstehung. Johann Sebastian Bachs großes Präludium in E-Moll ist entstanden in seiner Zeit seiner Kantorentätigkeit in Leipzig als Thomaskantor und gehört zu den reifsten und meisterlichsten Orgelwerken Bachs. Die Tonart ist identisch mit der Tonart des Eingangschores der Matthäuspassion. Ja, wer dieses E-Moll hört, diese mächtigen Seufzer am Anfang, der fühlt sich sofort erinnert an den Eingangschor der Matthäuspassion, der auch in E-Moll beginnt. Überhaupt wären viele Parallelen zwischen diesem Orgelwerk und der Matthäuspassion herzustellen. Eingebettet in dieses späte Orgelwerk von Johann Sebastian Bach sind Stationen aus dem Orgelzyklus Le Chemin de la Croix aus dem Jahr 1931 von Marcel Dupré. Marcel Dupré ist einer der großen französischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Er hat aber nicht nur Orgelmusik komponiert und war Organist titulär an Saint-Sulpice in Paris, wo ich bei seinem Nachfolger Daniel Roth auch einige Zeit studieren durfte, sondern Marcel Dupré hat auch andere Gattungen, Orchesterwerke und eine Vielzahl von Kammermusik komponiert. Das sei nur am Rande erwähnt. Die 14 Kreuzwegstationen, eine im Grunde erstmal zunächst katholische Tradition, die Dupré aufgreift, lädt uns heute ein, heute am Sonntagvormittag zu meditieren über das Geheimnis von Tod und Auferstehung. Denn nur beides zusammen kann man als Theologe und auch als Musiker denken. So haben es jedenfalls Johann Sebastian Bach und Marcel Dupré verstanden. Wir werden in der letzten Station von Dupré schon das Licht von Ostern leuchten sehen, hören sehen. Und es ist ein ganz zartes Licht, was da aufscheint. Aber Marcel Dupré bleibt nicht beim Kreuzestod Jesu stehen, sondern das Kreuz selber ist auch gleichzeitig schon die Verheißung der Auferstehung. Wenn Sie darauf achten wollen, und dann verstehen Sie auch den Übergang zu Johann Sebastian Bachs Fuge in E-Moll, die sehr kämpferisch, sehr trotzig beginnt und dann aber immer mehr in Jubel, in Freude, in ein Jubilus umschlägt, mit Tonleitern, die in rasantem Tempo auf- und niedersteigen. Ein musikalisches Symbol für die Auferstehung Christi von den Toten, sodass auch Johann Sebastian Bach eben nicht stehen bleibt bei der Kreuzigung, bei der Grablegung, sondern
Ostern auch in seinem Orgelwerk am Schluss nochmal musikalisch zum Klingen bringt. Die Texte, die Marcel Dupré inspiriert haben, die dankenswerterweise von Dekanin Dangelmeier-Vincent gelesen werden, sind die Inspiration gewesen für Improvisationen. Marcel Dupré war ein wunderbarer Improvisator, wie eigentlich alle großen französischen Organisten, und einer der virtuosesten Orgelspieler, die es überhaupt je gegeben hat. Sein Schüler Olivier Messiaen hat mal über seinen Lehrer Marcel Dupré gesagt, er hätte niemals einen vollkommeneren Organisten gehört als seinen Lehrer Marcel Dupré. Also aus diesen Improvisationen, basierend auf den Texten des französischen Dichters Paul Claudel, übrigens der Bruder von Camille Claudel, der großen Bildhauerin und Schülerin von Auguste Rodin, sind die Inspirationsquelle für die Musik. Und später, nachdem Dupré improvisiert hat, hat er diese Improvisation kompositorisch überarbeitet und diesen Zyklus der 14 Kreuzwegstationen zusammengestellt. Ich habe eine Auswahl getroffen und mit Frau Dangelmeier abgestimmt, die uns hineinnehmen will in das dreimalige Fallen Christi unter dem Kreuz. Es gäbe auch noch andere Aspekte in diesem Zyklus, aber die Zeit in Corona-Zeiten, die uns bleibt zu musizieren, ist begrenzt. Deshalb habe ich mich darauf beschränkt, den dreimaligen Fall Jesu Ihnen vorzuführen in der Musik mit den entsprechenden Lesungen. Dabei wird deutlich, wie die Dramatik der Musik immer mehr zunimmt. Im ersten Fall hören wir noch barocke Seufzerfigurationen, die auch Johann Sebastian Bach in der Matthäus-Passion schon verwendet hat. Und der zweite Fall und der dritte Fall, die werden immer schneller in der Bewegung und in ihrer Dramatik. Man hat fast das Gefühl beim dritten Mal, dass das im Grunde schon die Kreuzigung ist, die dargestellt wird. Und fokussiert auf dieses dreimalige Fallen Christi unter dem Kreuz, bekommen Sie einen Eindruck von der Tonsprache Marcel Duprés. Zwei lyrische Momente habe ich noch beigefügt. Einmal ein unbiblisches Thema, was mich aber zeitlebens fasziniert hat, Jesus und Veronika. Ja, das weibliche Element in der Passionsgeschichte, die Frau, die Christus das Tuch reicht und das Gesicht des Erlösers bildet sich in diesem Tuch ab, Jesus und Veronika, eines der schönsten lyrischen Stücke des Zyklus, in der Tonart entfernten, entrückten Tonart Fis-Dur komponiert. Und dann die 14. Station, die Grablegung. Da hören wir einen Trauermarsch. Es ist sehr vom Rhythmus sehr deutlich. Christus wird ins Grab gelegt und Dupré vertont es mit einem Trauermarsch, der fast schon an die Musik von Dmitri Schostakowitsch erinnert. Und nach diesem Trauermarsch, der voller Ruhe und feierlichem Ernst ist, kommt dann eine Vision von österlichem Licht. Aus einem Nebel der Töne, man spricht auch von Cluster, an der Tontraube, also im Nebel der Töne, im Pianissimo der Voix Céleste, löst sich dann eine Melodie heraus, die auf das Oster, die Osterbotschaft hinweist, in lichtem E-Dur. Daran schließt sich dann die große Fuge von Bach an. So hat dieses Konzert eine echte Dramaturgie und ich hoffe, ich konnte Ihnen das ein bisschen darlegen, dass Sie gleich die Musik im Sinne dieser Dramaturgie noch tiefer in sich einlassen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen allen, hier von der Gemeinde, vom Dekanat, mit einem großen Dankeschön, mit tiefem Dank für erfüllte Lebenszeit, die ich hier in Stuttgart erleben und verbringen durfte und die immer in meinem Leben und in meiner Seele weiterwirken werden. Vielen Dank. Die deutsche Übertragung der Texte von Paul Claudel stammt von Hans Urs von Balthasar. Los denn, Opfer, Volk und Häscher, alles bewegt sich. Gott, am Halse gezerrt, strauchelt auf einmal und überschlägt sich. Zu diesem ersten Fall, o Herr, was sagst du dazu? Und da du es nunmehr erfahren, wie findest du das Gefühl, das dich niederzwingt, die schief geladene Last?
Wie schmeckt dir diese Scholle, die du geschaffen hast? Ach, nicht nur die Straße des Guten ist rau und beschwerlich, die des Bösen nicht minder ist schwindelreich und gefährlich. Stein um Stein muss der Schritt sie erkunden, auch hier kann man holpern, und während das Herz beharrt, werden die Füße oft stolpern. Ach Herr, bei deinen heiligen Knien, die dir beide versagten, weil plötzlich dir übel ward und der Weg schien dir allzu entsetzlich, beim Hinterhalt, der gelang, bei der Erde, die dir nunmehr bekannt wird. Rette uns aus der ersten Schuld, da man ahnungslos übermannt wird.
Die Jünger sind alle davon. Petrus selbst verleugnet mit Schwung. Ein Weib wirft sich in die Mitte des Todes, die höchste Erbitterung. Sie findet Jesus und greift sein Gesicht mit den Händen. Lehr uns, Veronika, wie wir die Menschenfurcht überwinden. Denn wem der Herr nicht ein Bildnis ist, sondern wahr und mächtig, der wird alsbald den Menschen unangenehm und verdächtig. Sein Lebensplan ist verkehrt, seine Gründe nicht mehr die ihren. Immer ist etwas von ihm woanders und nicht zu kapieren. Ein gemachter Mann, der den Rosenkranz betet und ohne Scham in den Beichtstuhl rückt, der am Freitag kein Fleisch isst und den man unter Weibern bei der Messe erblickt, das ist lachhaft und grotesk, aber ärgerlich immerhin. Er sei auf der Hut, wie er's treibt, man hat ein Auge auf ihn. Er sei auf der Hut bei jedem Schritt, er ist ja ein Zeichen. Denn jeglicher Christ muss dem Herrn, wenn auch unwürdig, gleichen. In seinen Zügen spiegelt sich, wenn auch stumpf und banal, das Gottesantlitz in seinem Herzen, grauenhaft, triumphal. Noch einmal, Veronika, lass uns schauen in Verehrung auf deinem Tuche das heilige Antlitz der letzten Zehrung. Eingehüllt in den Falten des frommen Bausches, das Antlitz des Keltertreters am Tag seines Rausches. Für immer hafte darin das Bildnis von seinem Eifern, gemalt mit seinen Tränen, seinem Blut und unseren Geifern. Thank you.
Nicht der Stein ist's unter dem Fuß und nicht an der Kehle der straffe Strang. Sie selber versagt auf einmal, die Seele. O Mitte unseres Lebens, o Fall, den man freiwillig begeht, wenn der Glaube die Richtung verlor, sein Pol der Magnet. Weil der Weg so lang ist und weil das Ziel noch fern, weil es so einsam wird und es fehlt der tröstende Stern. O Leere der Zeit, Ekel, heimlich genährter Verdruss an diesem Gefährten aus Holz, diesem fühllosen Muss. So stellt man sich hin, wie ein Taucher mit gebreiteten Händen, um nicht auf den Knien, um vornüber auf dem Antlitz zu enden. Freilich, der Leib fällt, aber die Seele heißt es doch gut. Rette uns, Herr, aus dem zweiten Fall, den man frei aus Überdruss tut. Thank you.
Schon wieder bin ich gefallen, aber diesmal ist es das Ende. Ich möchte vielleicht, aber ich weiß nicht, wie ich wieder aufstände. Denn man hat mich gepresst wie eine Frucht und der Mensch auf mir lastet zu sehr. Ich habe Böses getan und der tote Mensch auf mir ist zu schwer. Lasst uns denn sterben. Besser liegt sich flach auf dem Bauch als grad auf. Besser tot sein als leben unter dem Kreuz als darauf. Rette uns, Herr, aus der dritten Sünde, dem nicht mehr hoffen. Nichts ist verloren, solange die Straße des Todes noch offen. Mit dem Holz bin ich fertig, aber noch bleibt mir des Eisens Werk. Zum dritten Mal fällt der Herr, aber schon auf dem Berg. Thank you.
Das rasch erbrochene Mahl, darin der tote Herr begraben, das Loch, das er bekam, um seine Nacht zu haben, bis der Durchbohrte wach und zum Vater erhoben werde, ist nicht das neue Grab allein, ist eine andere Rast. Mensch ist's, deine Kreatur, die tiefer ist als Erde. Und nun, da seine Hände aufgebohrt, sein Herz die Wunde fasst, gibt es kein Kreuz mehr unter uns, auf das sein Leib nicht passt. Und keine Sünde bleibt von seiner Wunde unbetroffen. Komm vom Altar, Verhüllter, fülle unser Hoffen. Wie tief ist dein Geschöpf, o Meister, und wie offen.
Wir beten. Gott des Friedens, wir danken dir für alles, was uns zum Leben gegeben ist. Die Sonne und der Himmel, die Erde und das erste Grün, das tägliche Brot und das saubere Wasser, Schutz und Sicherheit, unsere Mitmenschen. Gott der Barmherzigkeit, wir bitten dich für alle, die es schwer haben in dieser Zeit, für die Müden und Mürben, die Zornigen und Verzweifelten, die Traurigen und Isolierten, die Überlasteten und Erschöpften. Gott der Stille, wir danken dir für alles, was unserer Seele hilft. Die Momente des Innehaltens, das Geschenk der Gelassenheit, ein trostreiches Wort, überraschende Begegnungen, die Musik. Gott der Zuversicht, wir bitten dich für alle, die es schwer haben in dieser Zeit, die in großer Sorge sind um ihre Gesundheit, um ihren Beruf, um unsere Stadt, um unsere Zukunft. Wir danken dir, dass wir Gottesdienst feiern können, zu einer Zeit, da so vieles unmöglich ist. Und wir bitten dich, lass deinen Frieden, deine Barmherzigkeit, deine Stille, deine Zuversicht und deine Freude in uns wirksam werden. Heute und in der neuen Woche. Amen. Und wir beten gemeinsam mit den Worten Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt Gottes Segen mit euch in diesen Tag und in die Tage, die kommen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.